Okay, ihr lieben Godzilla-Fans da draußen, es wird Zeit, dass wir uns erneut einem relativ kontroversen Godzilla-Design widmen, beziehungsweise einer sehr kontroversen Darstellung von Godzilla selber. Wir sprechen hier in diesem Video über Gojira Ultima oder eben einfach Godzilla Ultima, der in der Animationsserie Godzilla Singular Point aufgetaucht ist. Dieses Video wurde sich von einem von euch da draußen gewünscht und ja, es wurde hierbei explizit der Name Godzilla Ultima erwähnt. Allerdings kommen wir bei der Erklärung zu dieser finalen Stufe des Godzilla auch nicht an den Vorstufen vorbei. Ich werde die Vorstufen ebenfalls in das Video hier mit einbinden. Wir gehen da aber nur ganz grob drauf ein und versuchen, die Details zu festigen, eben auf Godzilla Ultima selber. Ich werde mal schauen, ob es dann noch in Zukunft Sinn macht, vielleicht noch auf alle anderen Formen auch nochmal einzeln und wirklich intensiv fokussiert einzugehen. Das wird sich dann jetzt wohl während der Recherche zu dem Video herausstellen, je nachdem, wie viel Details die einzelnen Formen wirklich auch preisgeben, denn ein paar von denen sehen wir gar nicht allzu lange. Nicht allzu lange sollte übrigens auch jetzt diese Einleitung hier gehen, deswegen starten wir jetzt sofort mit dem Video in diesem Sinne. Viel Spaß! Ja, Godzilla Ultima ist so eine Sache, beziehungsweise ist die Serie Godzilla Singular Point so eine eigene Nummer für sich. Ich weiß noch, wo das Teil damals rausgekommen ist und ich habe das bei Release sofort geguckt und in Godzilla Singular Point wird erstmal ein ziemlich cooles Rätsel aufgebaut. Es geht hier scheinbar um etwas wie Zeitverschiebungen, verschiedene Dimensionen und das war alles sehr cool. Allerdings haben sich die Macher dann dazu entschieden, wir bauen nicht nur das eine Rätsel ein, sondern sobald das eine Rätsel gelöst wird, kommen auf einmal dann 50 andere und dann wurde mir das irgendwann ein bisschen zu krass. Da habe ich sogar mit Sebastian von Filmstarts mal ein Video dazu gemacht. Das kann ich dir gerne mal da oben verlinken. Ist auch schon ein sehr altes Video. Da haben wir gemeinsam über Singular Point gesprochen und ich glaube, der Ton hat da auch nicht wirklich funktioniert. Auf jeden Fall ist die Serie an sich relativ konfus, was der Nummer dann im Endeffekt sehr wahrscheinlich auch einfach das Genick gebrochen hat, denn bisher ist nichts bekannt, dass wir ein Godzilla Singular Staffel 2 Projekt in Arbeit haben und das, obwohl die Serie eigentlich ein relativ offenes Ende hat. Wenn ihr Interesse an Godzilla Singular Point habt und das Ganze vielleicht noch nicht gesehen habt oder vielleicht habt ihr es auch gesehen und denkt euch trotz allem immer noch, ich verstehe es trotzdem nicht. Ich schaue die Serie gerne nochmal für euch und versuche dann in einem extra Video mal die gesamte Story davon zusammenzufassen. Wenn Interesse daran besteht und wenn ihr mich leiden sehen wollt, dann machen wir das. Die Serie ist auf gar keinen Fall schlecht, gerade auch vom Zeichenstil her macht die unfassbar viel Spaß. Sie ist einfach nur, wie gesagt, viel zu konfus und ich mag das Design von Godzilla Ultima wirklich sehr. Es gibt hier ein Design, das finde ich noch ein bisschen cooler. Das ist eine Vorstufe der letzten Verwandlung. Auf die kommen wir aber gleich auch noch in Ruhe zu sprechen. Da wird es, glaube ich, sehr kontrovers. Ich glaube, da werden sehr viele sagen, Alter, es gibt keine Godzilla-Verwandlung, die so wenig wie Godzilla aussieht wie das Ding. Aber starten wir jetzt einfach mal mit dem Hauptpunkt, wer oder was ist eigentlich Godzilla Ultima? Und ja, Godzilla Ultima ist tatsächlich nur einer von vielen Namen für diese Godzilla-Variante. Tatsächlich ist der offiziell nur als Godzilla gelistet und Godzilla Ultima war eben eine Abwandlung dieses Godzilla-Namens, damit man es eben irgendwie schafft, die verschiedenen Designs auseinanderzuhalten. Damit man es irgendwie noch schafft, auch dieses Design von den anderen Godzilla-Designs auseinanderzuhalten, rein vom Namen her. Quasi damit man weiß, über wen reden wir jetzt, wenn ich sage Godzilla Ultima. Der Name Godzilla Ultima wird übrigens zusammengeschrieben, also nicht Godzilla Ultima, sondern einfach Godzilla Ultima ist wahrscheinlich relativ unwichtig. Ich sehe es nur immer wieder auch in bestimmten Berichten von Filmmagazinen, wie sie einfach den Namen falsch schreiben. Und ich meine, sehr viele schreiben auch den Namen Scar King immer noch falsch. Die schreiben den mit C. Das sollte eigentlich nicht passieren, finde ich, wenn man ein Filmmagazin ist. Aber ist auch vollkommen egal. Godzilla Ultima ist hier auf jeden Fall mitunter der Haupt-Kaiju. Das ist das Aushängeschild von Godzilla Singular Point, einer sehr verwirrenden Serie. Godzilla Singular Point wurde im Jahr 2021 auf Netflix veröffentlicht und das allererste Mal wurde der Name Godzilla wirklich gedroppt in Episode 3. Da haben wir mehr oder weniger einen Teaser bekommen zu einer fischigen Variante von Godzilla, denn ja, ein paar von euch werden jetzt während dem Video vielleicht meinen, ich sehe hier und da Parallelen zu Shin Godzilla, die kann man sehr schwer abweisen. Auch hier haben wir verschiedene Verwandlungsstufen von Godzilla und die fangen genauso auch wie bei Shin Godzilla im Meer an. Sämtliche Namen der Verwandlungen, die dann letztendlich zu Godzilla Ultima führen, stammen aus dem Lateinischen, was gleich sehr witzig wird. Denn eigentlich ist Lateinisch gar nicht so schwer auszusprechen, man spricht es einfach so, wie es geschrieben wird.
wird. Trotzdem kriege ich es irgendwie nicht immer geschissen. Wir werden es jetzt gleich herausfinden, wie ich mich hierbei anstelle. Denn die allererste Godzilla-Entwicklung, nein, die Ursprungs-Godzilla-Form, die wir jetzt hier in diesem Film sehen, die Form, die aus dem Meer kommt, trägt den Namen Godzilla Aquatilis. Und naja, der Name sagt es im Endeffekt auch schon, diese Variante von Godzilla bewegt sich nahezu hauptsächlich im Wasser fort und wird das allererste Mal in der Serie entdeckt, als ein U-Boot auf einer Mission ist und dann schwimmt Godzilla über denen drüber. Kurz darauf in Episode 6 sehen wir auch eine ziemlich coole Szene mit genau dieser Form von Godzilla, wie er über so ein Boot drüber springt. Und die Szenen habe ich euch hier mal alle eingeblendet. Das sieht schon sehr cool aus. Generell ist der Look von der Serie, der gefällt mir hier um Welten besser als der Look der Godzilla Earth Trilogie. Ich würde sagen, da ich die Trilogie an sich mehr mag, aber hier gefällt mir der Look von der Serie auf jeden Fall wesentlich besser. Ich meine, das Ganze ist relativ clever gelöst, dass wir hier auch diese verschiedenen Dimensionstheorien mit einbauen und sämtliche Kaiju, die scheinbar aus anderen Dimensionen kommen, dazu komme ich gleich noch, die wirken einfach durch ihren Stil, durch ihre Animationsart, wirken die schon fast befremdlich in dieser Welt. Also die stechen auf jeden Fall von dem Animationsstil heraus, wenn wir eben dann zuvor diese ganzen Anime-Figuren sehen, unsere Hauptfiguren und wer auch immer, und dann plötzlich tauchen dann diese computergenerierten Kaiju auf, und ich glaube, die sollen auch wirklich so aus der Masse herausstechen, weil, naja, verraten wir es jetzt hier einfach, die stammen nicht aus unserer Welt, also die kommen wirklich von woanders her, und das wollte man damit eben einfach verdeutlichen. In Episode 7 entwickelt sich dann Godzilla Aquatilis weiter zu Godzilla Amphibia, und ja, der Name ist hier ebenfalls Programm. Der Begriff Amphibie steckt ja schon in diesem Namen drin, und hier geht es eben um einen Godzilla, der nun ebenfalls in der Lage ist, sich an Land fortzubewegen. Das habe ich eben gerade gemeint, wo ich gesagt hatte, dass ich nicht weiß, ob es Sinn macht, jede Verwandlung einzeln nochmal extrem fokussiert zu besprechen, denn mehr sehen wir nicht von Godzilla Aquatilis. Das ist quasi der einzige Auftritt, dass wir eben sehen, wie er von diesem U-Boot, das ihn dann entdeckt hat, quasi nach Tokio gelockt wird. Und dann schwimmt er eben einmal da durch, macht seinen coolen Sprung über das Boot und dann, naja, gerät er irgendwann an Land und verwandelt sich dann eben weiter in Godzilla Amphibia. In Episode 9 lernen wir dann die nächste Verwandlung kennen, denn, naja, die ganze Nummer ist eben quasi so eine Schritt-für-Schritt-Evolution vom Wasser an Land, dann an Land nochmal weiterentwickelt, bis dann eben zur finalen Form. Nach Godzilla Amphibia lernen wir jetzt also Godzilla Terrestris kennen. Und ich gehe auf die Namen dann gleich nochmal ein bisschen genauer ein, was denn die Bezeichnung dahinter jetzt wirklich bedeutet und was der Hintergrundgedanke dabei gewesen ist. Man kann es vielleicht auch ableiten. Wir besprechen das Ganze aber trotz allem gleich nochmal in Ruhe und gehen dann einfach mal auf die verschiedenen Verwandlungsformen so weit ein, wie es eben auch Sinn macht. Also was ihr darüber wissen müsst und eben gerade auch auf die Namen und die Herleitung. Seine finale Form, also Godzilla Ultima, nahm Godzilla in Episode 10 ein, und ja, das gilt hier wirklich als die finale Form dieser Godzilla-Variante. Danach kommt auch eben nichts mehr, das heißt, hier haben wir wirklich das Endstadium erreicht, das ist quasi dann nicht mehr so wie bei Shin Godzilla, denn Shin Godzilla hätte sich ja noch weiter transformiert zu diesen humanitären, jetzt habe ich schon wieder gesagt, nein, zu diesen humanoiden Wesen, nicht humanitär, dankeschön, habe ich mir in die Birne gebrannt, zu diesen humanoiden Kreaturen, die ihm eben aus dem Schwanz rauskommen, das wäre jetzt hier nicht der Fall gewesen. Godzilla Ultima ist die finale Form in Godzilla Singular Point, was eben Godzilla angeht. Godzilla wird in einer Legende in der Serie als Seeungeheuer Gojira betitelt, welches für den Untergang der Welt verantwortlich sein wird, sobald sich das Meer rot färbt. Und ja, das Ganze hat so eine kleine biblische Anwandlung tatsächlich. Obwohl das nicht großartig weiter in der Serie thematisiert wird, weil die Farbe Rot spielt hier eine andere Rolle als jetzt quasi in der biblischen Geschichte. Aber trotz allem wurde vom Produzenten offiziell geschrieben, ja, dass die ganze Legende mit dem roten Wasser ist eben an die biblische Apokalypse angelehnt worden. Das heißt, Godzilla soll im Endeffekt, sobald er auftaucht und das Wasser sich um ihn herum rot färbt, soll er die Apokalypse herbeirufen. Und ich meine, das passt auch irgendwie zur Serie. Es wird, wie gesagt, religiös wird es da eigentlich fast gar nicht. Man geht hier sehr krass auf wissenschaftliche Sachen ein. Aber wer die Serie noch nicht gesehen hat und mal richtig Bock hat auf so eine krasse Kaiju-Apokalypse, das könnte wirklich was für euch sein. Ich meine, wir bekommen eine Kaiju-Epidemie. Also wir sehen eine Masse an Rodans, die auftauchen, Mehrzahl auch hier, die Leute angreifen. Und dann passieren eigentlich so viele Dinge, dass wir eigentlich in einer wahren Kaiju-Apokalypse stecken. Das ist nicht verkehrt gemacht. Und wie gesagt, es ist, ja, hätte man sich einfach so ein bisschen zurückgehalten und nicht alles so versucht, extrem kompliziert
zu erklären, dann wäre die Serie auch wesentlich besser bei den Fans angekommen. Kommen wir jetzt also mal zu den Namen. Wir besprechen vielleicht erstmal den grundlegenden Namen Godzilla, wo der wirklich herkommt. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich sowieso wissen. Godzilla, oder wie es im Japanischen heißt, Gojira, ist eine Ableitung. Beziehungsweise eine Kombination aus zwei Ableitungen, die gemeinsam dann eben das Wort Gojira oder eben wie wir es jetzt kennen, Godzilla ergeben. Und zwar ist der Name eine Kombination aus der japanischen Annäherung zu Gorilla, Gorira und Kujira, was aus dem Japanischen oder im Japanischen so viel wie Wal bedeutet. Und naja, witzigerweise habe ich mir gedacht, die Worte hängen sehr eng aneinander. Also ob ich jetzt schreie Gojira oder Kujira, das ist eigentlich kein großer Unterschied. Ich frage mich, wie oft da Menschen in Panik geraten sind, weil irgendjemand eigentlich nur sagen wollte, guck mal, da ist ein Wal, hat aber irgendwie gesagt, ah, Kujira, und alle sind ausgeflippt und haben sich gedacht, scheiße. Das war's jetzt. In Godzilla Singular Point wird Godzilla selber ebenfalls als Kanji bezeichnet, welches eine Annäherung an das Wort Koshi ist, was so viel wie alte Geschichte bedeutet. Bei diesem Namen wollte der Producer auf die, naja, auf die Langlebigkeit von Godzilla ansprechen und auf die Herkunft dieses prähistorischen Tieres, die ja schon einige tausend Jahre lang her ist, beziehungsweise die Geburt dieser Kreatur ist eben schon einige tausend Jahre lang her. Mit dieser Bezeichnung wollte der Producer auf die Herkunft und eben das Alter von Godzilla selber ein bisschen näher eingehen, um damit ganz klar ein Zeichen zu setzen, dass das hier ein wirklich sehr, sehr, sehr prähistorisches Tier ist. Ich finde es immer sehr interessant, weil tatsächlich bekommst du aus der deutschen Synchro sowas nicht wirklich raus. Und in Japan ist das ja so, dass einzelne Wortketten tatsächlich unfassbar viel bedeuten können. Wie jetzt hier zum Beispiel, ein Wort kann eine komplette Herkunftsbedeutung daherleiten. Und so ähnlich läuft die ganze Nummer ebenfalls bei den lateinischen Namen ab, die zwar aus dem Lateinischen einfach genommen wurden und quasi übersetzt wurden, aber auch hier wurde aus dem Japanischen noch eine Überleitung zu bestimmten Fähigkeiten und eben Eigenschaften geschaffen. So bezieht sich der Name Godzilla Aquatiles eben auf, naja, den Ursprung Aqua, also eben Wasser, worauf man hier eine Rückleitung auf den Lebensraum dieser Urform des Kaijus bezogen hat. Godzilla Amphibia spricht dann eben die Amphibie selber an und will damit mehr auf die Evolution von Godzilla selber eingehen, dass er jetzt von einem Wasserlebewesen zu einer Amphibie geworden ist, welche sich ebenfalls auch an Land bewegen kann. Der Name Godzilla Terrestris bezieht sich auf das Ursprungswort terrestrisch und hierbei gibt es eigentlich zwei verschiedene Bedeutungen, beziehungsweise eine Bedeutung aus der Fachsprache selber und eben noch eine Bedeutung aus dem geologischen Ursprung. Fachsprachlich gesehen bedeutet terrestrisch so viel wie zur Erde gehörend und geologisch gesehen könnte man sagen, das Ganze heißt so viel wie auf dem Land gebildet. Das sind zumindest die offiziellen Definitionen von dem Wort selber und ja, im Endeffekt geht es eben auch hier darum, dass Godzilla nun den Bezug zum Wasser komplett ablegen kann und nun in der Lage ist, sich ohne irgendwelche Nachteile an Land zu bewegen. Die Evolution geht eben also weiter voran. Zuletzt haben wir dann die finale Form Godzilla Ultima und auch hier kann man das relativ gut ableiten. Natürlich zum einen das Ultima am Ende, das Ultimative, die ultimative Lebensform. Allerdings wird das Wort Ultima im Japanischen abgeleitet mit Final oder eben auch einfach mit dem Wort Letzte, um ganz klar zu machen, dass hier ist die finale Form, die letzte Form. Deswegen würde ich hierbei gar nicht mal die ultimative Form sagen. Ich würde wirklich das die letzte Form, so würde ich das Ganze wirklich übersetzen, weil das eben auch im Japanischen dann so übermittelt wird. Wir alle wissen ja, dass Toho generell anderen Produktionsfirmen oder Künstlern ganz gerne mal irgendwelche Einschränkungen auferlegt, wie zum Beispiel Roland Emmerichs Godzilla. Habt ihr gewusst, dass der eigentlich im Film nicht sterben hätte dürfen? Ja, gut, hat man einfach drauf geschissen. Aber es gibt immer wieder bestimmte Ultimaten, die Toho eben einfach an andere, naja, Künstler setzt oder weitergibt, die sich jetzt mit Godzilla befassen. So war das ebenfalls hier der Fall gewesen. Denn Toho hatte eine einzige Bitte, wenn jetzt hier wirklich dieser Godzilla eingeführt wird, der eben auch durch seine Entwicklungsstufen sehr an Shin Godzilla erinnert. Er sollte keinen Bezug zu irgendeinem anderen Godzilla haben. Das heißt, das Wesen jetzt hier soll in einer komplett eigenständigen Welt existieren und naja, das war glaube ich auch so ein bisschen der Grund, warum man sich dann dazu entschieden hat, die Geschichte so ein bisschen komisch wirr zu machen und mit Zeitverschiebungen und da zu arbeiten. Allerdings gibt es hier auch eine Szene in der Serie, wo erklärt wird, dass ein Fischerschiff bereits von diesem Godzilla in die Tiefe gerissen wurde. Und ich dachte mir ganz kurz, ah, Moment,
Das ist doch eine Anspielung auf den ersten Godzilla von 54. Scheinbar aber nicht, oder zumindest das Ganze so schwammig erklärt, dass man eben einfach sagen kann, nö, ist nicht so, und Toho muss es eben einfach so einstecken. Auf jeden Fall sollte sich diese Godzilla-Variante von den anderen eben sehr stark unterscheiden. Und das haben sie auch sehr gut hinbekommen. Wenn wir uns einfach mal die vorletzte Stufe von Godzillas Verwandlungen anschauen, das ist so meine Lieblingsstufe. Ich finde, dieser drachenartige Look, der sieht schon ziemlich geil aus. Die Designs von dieser Godzilla Singular Point Geschichte, also die Godzilla Designs, sollten übrigens nach dem Entwickler und dem Designer selber eine klare Hoffnungslosigkeit ausdrücken. Was ihm definitiv gelungen ist, ich finde, mit Shin Godzilla zusammen haben die Designs jetzt hier in der Serie die größte Bedrohung, oder Quatsch, Bedrohung stimmt nicht mehr, aber die größte Hoffnungslosigkeit in sich. Also wenn diese Varianten da auftauchen, hast du wirklich das Gefühl, alles klar, die Apokalypse geht jetzt wirklich los. Es wurde außerdem noch darauf geachtet, dass Godzilla in der Serie seinen Kopf nicht zu schnell bewege, mit dem Hintergrund, dass sonst das Gehirn des Kaijus zu stark gegen die Schädelhöhle knallen würde. Ja, solche Gedanken hat man sich scheinbar wirklich darüber gemacht. Warum auch nicht? So Hintergrundinfos sind immer ganz nett. Warum auch immer das Gehirn da so rumdümpeln sollte, aber aus diesem Grund bewegt sich Godzilla, Ultima und auch alle Verwandlungen davor relativ langsam. Und je weiter die Entwicklungen gehen, da müsst ihr mal drauf achten, umso langsamer werden diese Kreaturen eben auch, mit dem Hintergrund, dass je weiter sich dieses Tier entwickelt, der Verstand immer größer und immer besser wird, jedoch auch immer empfindlicher. Und deswegen muss sich Godzilla sehr langsam bewegen, beziehungsweise pro Verwandlung etwas langsamer, damit er dann kein Schleudertrauma bekommt. Ey, ich habe mir das nicht ausgedacht. Es ist ein witziger Fakt, aber wenn man das so weiß, so kleine Details, und sich dann die Serie mal anschaut, dann ist das doch schon ganz cool, dass man auf solche Sachen geachtet hat. Sprechen wir jetzt nochmal über die Herkunft von Godzilla in Godzilla Singular Point generell, ebenfalls also auch Godzilla Ultima. Laut dem Godzilla Singular Point Fanbook, also quasi einer niedergeschriebenen Variante dieser Serie, ist Godzilla ein Monster, das aus einer Singularität hervorgegangen ist. Was bedeutet, dass das Monster und andere wie eher aus einer anderen Dimension oder Realität stammen. Das lassen wir einfach mal so stehen. Wie gesagt, wenn ihr mal ein Video zur Serie selber sehen wollt, ich erkläre das alles dann, so gut es mir irgendwie gelingt. Aber da müsste man jetzt wirklich ein bisschen tiefer in die Geschichte mit eingehen. Und das würde dann den Fokus von dem Video hier verlieren. Auf jeden Fall ja, Godzilla und die anderen Kaiju in der Serie stammen aus einer anderen Dimension. Und auch aus einer anderen Zeit übrigens. Und gleichzeitig aber auch nicht. Es ist wirklich konfus. In Episode 10 von Godzilla Singular Point wurde enthüllt, dass Godzilla bereits ein Fischerschiff im Zweiten Weltkrieg oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg angegriffen hat. Das war die Aussage, die ich eben gerade ja schon mal mit euch besprochen hatte, wo ich mir gedacht habe, das ist doch, ne, irgendwie eine Anspielung. Ebenfalls wird dann auch erklärt, dass er zu diesem Zeitpunkt ein Fischerdorf angegriffen hat. Ich sag's erneut, wieder Godzilla 54 Anspielung, aber scheinbar soll das eben keine sein. Bei diesem Angriff ist Godzilla auf unbekannte Weise getötet worden. Ja, wir erfahren nie in der Serie, wie genau er da getötet wurde. Allerdings sehen wir dann kurz danach auch noch, dass ein Überlebender von dem Angriff auf das Fischerdorf von Godzilla, der hat dann die Knochen dieses Kaiju genommen und hat die, naja, unterirdisch in so einem riesigen Raum aufbewahrt. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie passt das alles zusammen, weil da ist er doch tot, aber später lebt er wieder. Naja, Mann, Raum, Zeit, Dimension und so ein Zeug machen das alles möglich. Es ist, das macht's möglich. Dadurch, dass dann aber auch alle Überreste von Godzilla nach diesem Kampf weggeschafft wurden, ist der gesamte Vorfall zu einem Mythos erklärt worden und Godzilla ist nach und nach dann auch in Vergessenheit geraten und konnte somit relativ unbehelligt wieder zurückkehren, eben ein paar Jährchen später. Im Jahr 2030 war es, glaube ich, kam er wieder zurück, genau. Im Zweiten Weltkrieg wurde er getötet und 2030 kam er wieder zurück. So war es gewesen. Ich habe hier noch einen Satz für euch, den muss ich aber gerade ablesen. Nochmal, damit ihr vielleicht ein bisschen mehr versteht, was es mit diesen Kaiju hier auf sich hat. Laut der Novellierung, also dieser Buchvariante der Serie, von Godzilla Singular Point sind Godzilla und die anderen Kaiju die physischen Erweiterungen eines allgegenwärtigen extradimensionalen Wesens, das Raum und Zeit gleichzeitig bezeugt. Und wehe, mir schreibt jetzt irgendeiner in die Kommentare, mach doch mal ein Video über dieses Wesen.
dann platzt mir die Birne. Welche Fähigkeiten hat Godzilla Ultima generell oder alle anderen Godzilla-Varianten, die zu Godzilla Ultima führen? Naja, das sind so standardmäßige Fähigkeiten, wie das Schwimmen zum Beispiel, die sind sehr druckfest, das wird auch ganz klar beschrieben. Zumindest die Wasserfisch-Variante eben einen sehr starken Druck aushalten kann, was auch Sinn ergibt. Übrigens ist nichts davon beschrieben, dass spätere Verwandlungen die Eigenschaften von denen davor nicht mehr haben. Wir sehen es in der Serie zwar selber nicht mehr, aber scheinbar ist logischerweise auch ein Godzilla Ultima weiterhin genauso druckfest wie die allererste Form. Ebenfalls werden die Bluttentakel hier als Fähigkeit aufgelistet und die sehen wir einmal ganz kurz, wie Godzilla sich dann versucht, mit diesen blutigen Tentakeln vor einem Angriff zu schützen. Godzilla kann den roten Nebel kontrollieren und beeinflussen, auf den müssen wir aber auch nochmal in einem separaten Video eingehen zur Serie an sich, denn dieser Nebel hat auch was mit diesem Raum-Zeit-Gewirr da zu tun. Und ja, Godzilla kann diesen Nebel tatsächlich beeinflussen und dann auch benutzen, um die Sicht zu verschlechtern oder eben um andere Begebenheiten im Umkreis zu verändern. Entflammbarer Eisdampf, den haben wir auch noch. Den könnt ihr euch ungefähr so vorstellen wie der Angriff von Shin Godzilla. In Shin Godzilla selber, in welchem man ja sieht, wie Godzilla dann das Maul aufreißt, erstmal einen Dampf auf den Boden runterlässt und der auf einmal anfängt zu brennen. Das ist hier so ähnlich. Also, wie gesagt, wir haben hier wirklich sehr viele Anlehnungen an Shin Godzilla. Dann ist ebenfalls noch die Regeneration als eine ganz große Fähigkeit dieser Kaiju beschrieben. Und ja, das ist so ein bisschen wie aus Godzilla Minus One. Das heißt, diese Tiere könnt ihr, wenn ihr sie denn einmal verletzen könnt, dann auch nur für eine Zeit lang verletzen. Die regenerieren sich ansonsten wieder. Und wie machen sie das in der Serie? Mit Dimensionen, Raum, Zeit, Gedöns, so als würden sie die Zeit irgendwie zurückspulen, aber nur an der einen Körperstelle und die heilt dann eben. Aber das meine ich, sowas meine ich. Warum haben die nicht einfach so eine heilende Funktion? Warum muss das jetzt so kompliziert erklärt werden? Godzilla ist jedenfalls in der Lage, über einen bestimmten Zeitraum bizarre Pflanzenwelten zu erschaffen, wenn seine Umgebung von dem eben gerade genannten roten Staub umringt und eingenommen ist. Diese Ansammlung seltsamer Pflanzen ist dazu in der Lage, Dimensionen wie den Raum zu verzerren. Godzilla Ultima kann auf diese Weise auch die lokale Tierwelt verändern, also schon fast wie eine Art von göttlichem Wesen, und das hängt aber alles mit diesem roten Rauch hier eben zusammen. Der Atomic Breath von Godzilla Ultima ist übrigens mitunter einer der coolsten, ich weiß gar nicht mehr, wo ich ihn gelistet hatte, ich glaube auf Platz 3 meines die besten Atomic Breath Rankings, habe ich dir auch mal da oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Ich finde das sogar noch geiler als das von Shin Godzilla, weil, obwohl es hier auch wieder Parallelen gibt, aber der Atomic Breath von Shin Godzilla, der ist mir zu weit ausgeholt. Da sind zu viele willkürliche Sachen mit dabei, von einem Dampf, der auf einmal Feuer fängt, der dann zu einem Laserstrahl wird, zu Laserstrahlen aus dem Rücken und aus dem Schwanz. Das ist alles ein bisschen over the top. Hier haben wir jetzt wirklich einen Godzilla, der wie so Atomic Breath Ringe vor sich auftauchen lässt und dann einen Strahl wie durch so ein Fernrohr hindurchschießt. Das sieht schon ziemlich cool aus und hat auch dann so eine schöne Wucht, wie ich das ja wirklich bei diesen Atomic Breath sehr mag. Jetzt bist wie immer du gefragt, hast du die Serie Godzilla Singular Point gesehen? Wie findest du sie? Was ist deine Meinung dazu? Schreib mir deine Gedanken dazu in die Kommentare rein und schreib mir auch gerne in die Kommentare unten rein, wenn ich wirklich mal noch ein Video über die Serie an sich machen soll oder auch über dieses Omni-Wesen, das da im Hintergrund rumdümpelt oder irgendwas, was hier vielleicht noch unklar ist. Und wenn du diese Serie noch nicht gesehen hast, hol das einfach mal nach und guck mal, was es mit dir macht. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. So bezieht sich der Name Godzilla Aqualitis. Nee, das hört sich an wie Fußpilz. Ich hab Aqualitis. So bezieht sich der Name Godzilla Aqualitis. Scheiße, Mann. Aquatilis.